kontrollierte Braga mit Beweisen für seine Beteiligung an Dierens Tod. Ich ließ mich von ihm für mein Schweigen bestechen. Nein. Können wir bitte das letzte Autosave laden? Ja. Gott sei Dank, durchs Verlassen des Hauses. Ich lasse doch nicht einen Kindermörder ungestraft davonkommen. Aber ich wollte nicht das Angreifen nehmen, weil absolutely ich nicht aggressiv wirken wollte. Come now, it'll be fun. No. Even just a single. I'm not calling Isselmir out just so you can learn he'll speak. I'll write down a few words. Oh. Komm schon, das wird Spaß machen. Nein, nicht mal ein einzelner. Ich werde Isselmir nicht herausrufen, nur damit du Hylisch lernen kannst. Ich werde ein paar Worte niederschreiben. Du hast vor 2 Tagen einen Jungen ermordet. Über was zum Teufel redest du da? Selbst wenn ich so einen Kümmerling getötet hätte, hast du keinerlei Beweis dafür. Zeig ihm den Dolch, den du bei dir gefunden hast. Gehört das dir? Ja, der gehört mir. Na komm, versuch es doch. Sind wir jetzt aggressiv? Nein, sind wir nicht. Gut. Au, Alof kriegt auf die Plauze. So, jetzt können wir nach dem Tab von Derin. Ich habe Bragan und seine Schergen getötet. Noch ein Zauberbuch für Alof. Oh, jede Menge Geld, ein Bier. Oh, eine gute Lederrüstung. Gucken wir mal. Oh, das sollte eigentlich hier rein. Wobei das Blatt Gulan eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. I'm here. So. Dann gucken wir mal in das Haus hier rein. Bei dem Haus war ich, glaube ich, noch nicht drin. Sicher bin ich mir jetzt aber gerade nicht. Achso, das waren nur die beiden hier. Die ich höchstens bestehen könnte, aber das war's auch schon. Da bleibt eigentlich nur noch dieses Haus hier. Ja, schikanierender Verbrecher und Afre. Tagebuch aktualisiert. Ich habe die Anführerin der Schläge ausfindig gemacht. Ich könnte eventuell in der Lage sein, die Belästigung am Bordell zu beenden. Good day to you. Afre, die einen herausfordernden Gesichtsausdruck an den Tag legt, trägt eine robuste, wenn auch ramponierte Rüstung. Jeder Kratz und jede Delle scheint sie mit Stolz zu erfüllen. Du siehst nicht wie einer der Ritter aus. Kann ich dir mit etwas helfen? Wer bist du? Ich bin Efre, Leutnant der Dutzenden. Sie klopft auf ihren eingedeckten Brustharnisch. Wir sind die letzte Streitkraft in Dutzbuch, die sich noch daran erinnert, was es heißt, ein Dürrwähler zu sein. Außerdem scheine ich unglücklicherweise die Einzige zu sein, die sich daran stört, dass Mäh die Einheimischen nach Strich und Faden ausnimmt. Ich bin wegen des Ärgers im salzigen Mast hier.
Die gewöhnlichen Gestandenen sind wütend, und das sollten sie über diese betrügerische Mauer auch sein, die den Edelleuten hinten reinkriecht. Sie grinst spöttisch. Sie nutzt die Tragödie von Weizmanns Vermächtnis aus, um sich die Taschen zu füllen. Sie ist kein Deut besser als die ätherischen Lehnsherren, die wir vor 200 Jahren hinausgeworfen haben. Die Leute hier kennen dich als ehrliche Vermittlerin. May hat dafür gesorgt, dass sich nur die Reichen ein Besuch in ihrem Etablissement leisten können, und trotzdem sitzt sie im ärmsten Viertel von Trutzbucht, und das soll gerecht sein. Wir haben die Angelegenheit in unsere eigenen Händen genommen. Die wahre Verbrecherin hier ist aber sie. Warum sagst du ihr nicht, dass sie sich zurückziehen soll? Das ist ein anderes, interessantes Argument. Ich will mal sehen, ob ich May dazu bringen kann, ihre Preise zu senken. Efrenik, ich freue mich, dass du unseren Standpunkt verstehst. Ja, wir sind halt nicht mehr unser zwergischer rüpelhafter Waldläufer. Deswegen können wir nicht alles mit Gewalt lösen. Wie sieht es eigentlich so in unserem Dings aus? Sieben Stunden, da ist endlich unsere Halle fertig. Also unsere Leuchthöhle. So. Hail, Traveler. Immer eine gute Sache, ein paar warme Körper hier drin zu haben. Hast du schon Fortschritte mit diesen Schlägern gemacht? Darüber wollte ich mit dir reden. Wie ich gehört habe, sollst du die Preise erhöht haben. Was soll ich denn sonst tun? Ich muss für meine Angestellten und ihre Kunden bestimmte Maßnahmen ergreifen, besonders weil es hier im Viertel so viele Hohlgeburten gegeben hat. Und da die Preise für Bittergurken so hoch sind, bleibt mir keine Wahl, als meine auch zu erhöhen. Sie tippt, mit ihrem Finger auf die Brust. Und wenn ich mir ansehe, mit welchem Beispiel die Dominus vorangehen, dann fang mir bloß nicht mit Halbschneidereien an. Ich könnte mit den Dominus über ihre Bitterguckenpreise sprechen. Sie hebt ihre Arme. Hä, es ist dein Hals. Bekannter Dominus sollte am einfachsten zu überzeugen sein. Sie kümmert sich um die Buchhaltung der Familie. Mit ein bisschen Glück kannst du sie in ihrer Villa drüben in Farnheim finden. Sieh dich aber bei ihr vor. Sieh dich bei allen von ihnen vor. Ja. Was für ein Hin und Her. Ich stimmte zu, mir davon zu überzeugen, ihre Preise zu senken. Mir sagte mir, dass sie ihre Preise wegen des Preisanstiegs für Bittergurken anheben musste. Ich schlug vor, dass ich mich mit ihrer Lieferantin Bekannter Dominell in der Dominell Villa in Farnheim unterhalte. Ich kenne da noch so einen Bittergurkenlieferanten. Kann man denn nicht in Ruhe etwas trinken? Dein Sohn ist tot. Deren verteidigte eine Frau hier vor einer Schlägertruppe. Bald scheint durch ihn hindurchzustarren. Mein Junge ist gestorben, während ich hier war? Oder meine Ehefrau. Sie sagt immer, dass aus mir nichts werden würde, aber ich hätte ja niemals gedacht. Ja, du kannst dich immer noch ändern. Wenn du beweisen willst, dass du seiner wert warst, dann geh nach Hause und kümmere dich um den Rest deiner Familie. Du musst Oda erzählen, was passiert ist. Das kann jetzt nicht geändert werden. Du musst dich entscheiden, dein Leben weiterzuleben. Du hättest ihn genauso gut selbst töten können. Jedenfalls werde ich das allen Leuten hier erzählen. Du kannst es immer noch ändern. Wade kneift die Augen zusammen. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was für ein Vater ich gewesen bin. Er holt tief Luft und schaut den halbleeren Krug vor sich an und schiebt ihn mit einer zitternden Hand weg. Ich weiß nicht, ob du recht hast, aber ich werde versuchen, mich genug zusammenzureißen, um es herauszufinden.
Gut. Yes? Ja, jetzt kommen eigentlich Sachen, die ich vermeiden wollte, nämlich zwischen den Bezirken Ping-Pong zu spielen, aber mit den ganzen Quests, die wir so haben, ist das leider nicht anders möglich. Also erstmal zu Odas Haus. Dann will ich nochmal in die Valianische Handelsgesellschaft. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, dass er verkauft. Also auch Bittersamen an den salzigen Mast verkauft. Danke, dass du meinen Jungen gefunden und mich überredet hast, nach Hause zu gehen. Bei den Göttern, ich wünschte, ich hätte nicht zu lange gebraucht, um das zu lernen. Oder hat aufgeweckte Augen. Ihre Wangen sind rötlich und nass. Beth hat mir erzählt, was mit unserem Sohn passierte. Sie schnieft und wischt die Tränen weg. Ich hätte ihn fast hinausgeworfen, könnte ich immer noch tun, aber er schwört, dass er diesem Kind wie ein besserer Vater sein wird. Sie betrachtet das regungslose Baby in der Wiege. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann, aber ich werde ihm wohl noch eine Chance geben. Ich weiß nicht, ob mir überhaupt eine andere Wahl bleibt. Hier, bitte nimm, das habe ich. Ich habe viele Andenken für Darien gesammelt, um sie ihm eines Tages zu geben. Aber jetzt wird er sie nicht mehr brauchen. Außerdem bezweifle ich, dass ich noch ein anderes Kind bekommen werde, dem ich sie vermachen könnte. Tapferer Darien abgeschlossen. Ein kleiner Junge namens Darien ist in Ondras Geschenk verschwunden. Oder war im Bund zerstört, als sie erfuhr, dass Darien ermordet wurde, aber zumindest weiß sie, was ihm widerfahren ist. Ein guter Dolch und ein schwacher Schutzring. I'm here. Gut, okay. Nochmal in die Handelsgesellschaft wegen Bittergurkensamen. I'd be glad to. That means a lot, Adair. Oh, do you want one too? Sorry, I meant for Isselmir. I'll get you one too. Wie nett. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich dir einen Humpen ausgeben. Das will was heißen, Edir. Ach, willst du auch einen? Entschuldige, ich meinte Isselmir. Ich werde dir auch einen ausgeben. Mit dir wollten wir reden. How do you do? Nee. Gut. Das heißt, jetzt geht's nach Farnheim zurück. Kupferweg. Dann wird's kompliziert. Who's a good boy? Who needs his belly scratched? Edda schnalzt mit seiner Zunge nach dem Hund. Na, wer ist hier ein gutes Hundchen? Wer will sein Bäuchlein gekraut bekommen? Ja, ich habe ja immer noch den schwarzen Hund bei mir. Ist aber schön zu sehen, dass die Leute, dass meine Partymitglieder auch mit den Tieren, die ich dabei habe, interagieren. So, das heißt nach Farnheim. Das Zepter verkaufen. Und mit der Domänel reden, die ich mehr oder weniger hintergangen habe. Okay, wer kriegt nochmal das Zepter? Imadels Freundin Nan ist eine Beseelerin und eine Expertin für inquietische Artefakte. Sie wird den Wert dieser Stücke kennen und vielleicht auch, ob man sie wieder zusammensetzen kann.
Die müsste ich dann da drin treffen. Ist nur die Frage, treffe ich sie im Keller? Da habe ich sie nämlich nirgends gesehen. Ja, hier ist Out mehr.